Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Ringsheim, genauer gesagt im Forsyth Hotel. Darüber haben wir euch ja schon mal ein Video mitgebracht. Und da waren einige Kommentare, oh, für Familien ist das ja nicht geeignet. Die Zimmer sind ja nur in einer Zweierbelegung vorhanden. Das ist ja alles ein bisschen blöd. Aber auch da gibt es jetzt aktuell eine Lösung, und zwar Bungalows. Wir werden uns heute mal ein Bungalow genauer anschauen und werden euch auch mal zeigen, wie das da drin alles aussieht. Ich bin schon selber sehr, sehr gespannt, weil die sind definitiv für Familien oder auch für mehrere Personen geeignet. Die Bungalows gehören zum Forsyth Hotel und deswegen checkt ihr quasi auch an der Rezeption vom Hotel ein. Wir haben jetzt an der Rezeption alles abgeholt und zwar gibt es auch Karten, also keinen Schlüssel, ihr habt Karten zum Reinkommen. Ihr habt auch die Möglichkeit, mit dem Auto direkt an dem Bungalow zu parken, ganz einfach, um mal Gepäck easy abzuladen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal gemeinsam zu dem Bungalow. Bungalows gibt es und falls ihr da die Übersicht verliert, direkt hier am Eingang findet ihr auch einen Lageplan und dann könnt ihr mal gucken, wo euer Bungalow ist. Wir haben Bungalow 9 und das ist da hinten. So, ich habe das Auto jetzt mal hier geparkt und das Schöne ist, ihr könnt das Auto auch einfach hier stehen lassen und müsst es nicht nochmal umparken. Schauen wir uns das Bungalow doch einfach mal genauer an. Das Bungalow ist für 2 bis 4 Personen geeignet. Also hier könnt ihr problemlos mit der Familie oder auch mit Freunden übernachten. Und wenn ihr reinkommt, kommt ihr als allererstes ja, zur Garderobe. Hier könnt ihr eure Schuhe ausziehen, eure Jacken aufhängen oder noch andere Möglichkeiten verstauen, wie zum Beispiel Wertgegenstände. Wir befinden uns jetzt hier im Wohnbereich und es ist richtig schön eingerichtet. Ich mag ja diese Farben, das ist ja genau mein Stil. Und ja, hier kann man gemütlich sitzen, ein bisschen verweilen, quatschen oder wenn man möchte auch Fernsehen gucken. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hollywood in Germany, wo könnt ihr das erleben? Während die Vivi noch auf YouTube unsere Videos schaut und uns hoffentlich auch abonniert hat und vielleicht sogar das Moviepark-Video geliked hat, solltet ihr mit dem Video auch unbedingt machen, kommen wir nochmal zurück zu dem Bungalow hier. Und ein Vorteil an dem Bungalow ist natürlich, dass ihr eine Küche drin habt und ihr könnt euch hier komplett selber versorgen, wenn ihr das möchtet. Und es ist eine vollwertige Küche drin. Ich glaube, das, was fehlt, ist ein Ofen, aber ihr habt hier oben zum Beispiel eine Mikrowelle am Start. Ihr habt eine Kapselkaffeemaschine am Start, ihr habt einen Toaster am Start. Wir können ja auch mal reingucken. Es gibt auch Besteck, ist halt ausgelegt für 4 Personen. Ihr habt hier oben noch Gläser und Tassen. Also ich glaube, alles das, was man eventuell bräuchte zum Kochen, Messer sind da wirklich auch am Start, werdet ihr hier finden in der Küche. Und ihr habt auch eine Spülmaschine, also ihr müsst nicht per Hand abwaschen. Spülmaschine ist auch am Start, Spülmaschinen-Tabs. Werden wir hier bestimmt auch irgendwo finden, sind auch am Start. Also da müsst ihr quasi nichts mitbringen. Es ist so ein bisschen ein Hotel-Feeling, weil es ist schon einiges hier. Na logisch, wenn ihr jetzt euch irgendwas kochen möchtet oder so, müsst ihr die Sachen dabei haben. Ihr habt ja auch einen Kühlschrank, finde ich auch immer ganz cool, gerade an warmen Tagen. Und wenn ihr einen Freizeitpark besucht, könnt ihr da dann nochmal eure Getränke vorher kühlen. Ja, und in der Küche könnt ihr euch komplett selbst versorgen. Hier habt ihr auch noch einen Essbereich und auch Tische, wo ihr frühstücken, Abendessen oder Mittagessen könnt oder einfach gemütlich einen Kaffee trinken oder, was man natürlich auch gerne mit der Familie macht, sind Spieleabende, Gesellschaftsspiele oder so, sollten wir eigentlich auch nochmal spielen. Was auf jeden Fall noch gratis inkludiert ist, so wollte ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten, 2 kleine Flaschen Wasser habt ihr auf jeden Fall mit drin.
Hier gibt es noch einen ganz großen Spiegel, wo ihr euch auch mit der ganzen Familie fresh machen könnt. Das heißt, zum Beispiel Kevin und ich stehen uns hier nicht im Wege. Und hier sind auch die zwei Flaschen Wasser, von denen ich vorhin gesprochen habe. Hier steht auch drauf Free Water und kann man gut erkennen. Aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Wo machen wir uns denn fresh? Das war's. Hallo, hier im Badezimmer habt ihr einen Haarföhn, ihr habt noch einen Vergrößerungsspiegel, Dusche haben wir hier und hinter der Tür befindet sich noch eine Heizung, wo ihr eure Handtücher aufhängen könnt. Ist halt sehr klein, muss man sich auf jeden Fall noch organisieren, wenn man mit mehreren unterwegs ist. Aber dafür gibt es ja auch draußen den Spiegel, um sich da vielleicht nochmal ein bisschen zu schminken und dann die Haare noch ordentlich zu machen. Ja, das war das kleine und feine Badezimmer. Ihr habt auch Handtücher drin. Es ist halt nicht so wie ein Bungalow, wo ihr euch dann nochmal alles separat mitnehmen müsst von zu Hause und ihr müsst auch keine Mietgebühr für die Handtücher zahlen. Aber was ich an dieser Stelle auch schon mal sagen kann, dass die Zimmer oder dass die Bungalows während eurem kompletten Aufenthalt nicht gereinigt werden. Also sie werden quasi nur einmal gereinigt, bevor ihr das Bungalow bezieht. Und solange wie ihr dann hier bleibt in dem Bungalow, kommt dann nicht so wie im Hotelzimmer, dass jeden Tag nochmal euer Bett gemacht wird oder frische Handtücher euch hingelegt werden. Kommt doch mit, ich zeige euch nämlich jetzt mal das Hauptschlafzimmer. Hier befindet sich das Doppelbett und das sieht wirklich sehr, sehr gemütlich aus. Und das ist auch das gleiche Bett, wie ihr das vielleicht vom Forsyth Hotel schon kennt. Wenn der Kevin sich jetzt hier ein bisschen umdreht, seht ihr auch einen Kleiderschrank. Ihr habt die Möglichkeit, eure Sachen zu verstauen. Wir können ja mal zusammen kurz reingucken. Genau, hier habt ihr einmal einen Kleiderschrank. Und auf dieser Seite habt ihr noch eine Kofferablage und ein Fernseher. Neben dem Bett habt ihr eine kleine Ablagefläche, ihr habt auch eine Leselampe am Bett. Und was ich richtig nice finde, die Steckdosen, es sind nicht nur normale Steckdosen, ihr könnt auch normale Stecker reinstecken, aber ihr habt USB-A und ihr habt das moderne USB-C schon, was ich im Hotel ein bisschen vermisst habe, weil das ist ja der neue Standard. Aber ihr könnt hier direkt das Ladekabel reinstecken und könnt euer Handy direkt laden. Also im Falle eines Ehestreits oder die Kinder haben keine Lust auf die Eltern oder die Eltern haben keine Lust auf ihre Kinder, man hat hier auch die Möglichkeit, einfach das Zimmer abzuschließen. Vivi, ich glaube, wir werden hier heute Abend verdammt gut schlafen, aber wenn wir das Bett schon kennen aus dem Hotel, machst du trotzdem noch deinen Bettentest? Aber natürlich, Kevin, ein Bettentest darf natürlich in keinem Hotel fehlen und ich da kann heute sogar besonders viel Anlauf nehmen. Sehr bequem. Es befinden sich in dem Bungalow zwei Schlafzimmer und hier ist das zweite Schlafzimmer. Und das schauen wir uns auch gerne mal an. Hier drin habt ihr quasi kein Doppelbett, hier habt ihr zwei Einzelbetten. Aber ich habe schon gesehen, man kann diese Betten theoretisch auch zusammenschieben. Ihr habt hier auch USB-Steckdosen, USB-C-Steckdosen und einen Kleiderschrank. Was in dem Schlafzimmer fehlt leider, ist ein Fernseher. Das war im Groben und Ganzen die komplette Roomtour. Ihr habt hier draußen auch noch eine Terrasse, das werden wir euch morgen mal zeigen, weil jetzt ist es draußen schon dunkel. Und ja, ihr habt den Vorteil, dass das Hotel auch direkt hier im Anschluss ist und ihr könnt euch quasi auch in die Hotelbar setzen, wenn ihr das möchtet. Oder ihr bringt eure eigenen Getränke mit und dann könnt ihr hier natürlich auch im Zimmer trinken. Ihr müsst nur einen ganz kurzen Weg laufen, dann seid ihr schon am Hotel und habt hier die Möglichkeit, auch die Bar zu nutzen. So, wir haben jetzt hier einmal die Karte bekommen und ich werde euch einfach mal so ein bisschen grob den Preis nennen. Wir haben jetzt zum Beispiel Wasser 0,25 für 3 Euro mit Kohlensäure oder ohne. Ihr könnt auch eine 0,75 Flasche holen und Bier ist vielleicht auch nochmal interessant. Pilz kostet hier 0,33 Euro und ein halber Liter 4,90 Euro.
Wir haben uns jetzt für 2 Lilés entschieden und ein Lilé kostet 7,90 Euro. Einen wunderschönen guten Morgen. Neuer Tag ist für uns angebrochen. Gestern saßen wir noch in der Bar. 4,90 Euro kostet da ein Weizen und die Preise sind so okay. Also, ja, ist halt die Umgebung hier, ne? Wie haben wir denn geschlafen? Also ich muss sagen, ich habe wirklich sehr, sehr gut geschlafen. Kevin ist auch vor mir aufgestanden und ich habe es nicht mitbekommen, dass er schon aufgestanden war. Erst als er wieder zurückgekommen ist, dachte ich so, oh, okay, krass. Schon fertig geduscht, schon fertig gemacht und ich hier noch am Schlafen. Also wirklich, es tat sehr, sehr gut und so kann man auch angenehm in den Tag starten. Apropos in den Tag starten, wozu gehört, was gehört noch alles Gutes, um in den Tag zu starten? Buffet, und da gehen wir doch mal hin. Ihr habt halt die Vorzüge von dem Bungalow und das ist ja so wie eine Wohnung. Und Vivi hat es ja vorhin auch schon gesagt, das Schlafzimmer. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe die Tür einfach zugemacht, war hier im Wohnbereich, habe lecker einen Kaffee getrunken und habe mich dann gemütlich fertig gemacht. Das Frühstück könnt ihr zu euch nehmen im Motel, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt euch natürlich hier im Bungalow auch selbst versorgen. Das Frühstück kostet dann 20 Euro pro Person, 10 Euro für Kinder und alles, was unter 6 ist, darf sogar kostenlos im Motel frühstücken. Aber ihr habt dann natürlich die freie Wahl, wie ihr den Morgen gestalten wollt. Das Frühstück ist in der Woche von 6.30 Uhr bis 10 Uhr und am Wochenende gibt es ein Langschläferfrühstück von 7 bis 11 Uhr. Perfekt für uns. Ich stehe jetzt hier am Buffet und das Frühstück ist in Buffetform. Hier könnte ich natürlich wie im Buffet so viel nehmen, wie ihr möchtet. Am Buffet findet wirklich jeder was. Wir haben uns auch eine kleine Auswahl geholt, was ich richtig praktisch finde. Man kennt es vielleicht vom Rührei oder von den Würstchen, dass da ja oft ein Deckel drauf ist und man oft nicht weiß, wohin mit diesem Deckel. Und die haben einfach eine Ablage gemacht, wo man einen Deckel draufpacken kann. Richtig easy. Und jetzt frühstücken wir mal. Wir kommen gerade vom Frühstücksbuffet und sind richtig satt geworden. Ich glaube, da findet echt jeder was. Und wir werden jetzt mal kurz ins Bungalow gehen und dann werden wir auch in den Europapark fahren. Und wie man da hinkommt, das werden wir euch gleich auch nochmal erzählen. Wir sitzen jetzt hier auf der kleinen Terrasse, die haben wir euch noch nicht gezeigt. War gestern halt noch dunkel. Und hier kann man auch ja, die Sonne genießen. Wir haben wirklich Sonnenseite, es passt perfekt. Hier gegenüber befindet sich auch ein kleiner Spielplatz mit einem Sandkasten, wo die Kinder spielen können, aber auch ein paar Sitzmöglichkeiten, um die Kinder zu beaufsichtigen. Ja, wie kommt man denn von hier aus zum Europapark? Der Bahnhof Ringsheim ist keine 5 Minuten von hier entfernt. Ihr müsst praktisch einmal hier rumlaufen und dann seid ihr schon da. Wir werden aber die Variante mit dem Auto nehmen und werden mit dem Auto in den Europapark. Am Europapark angekommen. Zum Parkplatz braucht ihr ungefähr 8 Minuten aus Ringsheim von dem Hotel. Wenn richtig viel los ist, kann es sein, dass es einen Rückstau gibt. Dann plant auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit ein. Wir stehen jetzt hier vor dem Europapark. Falls ihr mit dem Auto kommt, 8 Euro kosten die Parkgebühr. Ist ja jetzt eine Jahreskarte. Dann erklärt sich das hier in der einen oder anderen Jahreskarte von alleine. Wir werden hier auf jeden Fall jetzt einen actionreichen Tag verbringen und melden uns danach wieder. We'll be right back.
zurück im Apartment. Wir hatten wirklich einen wunderschönen sonnigen Tag im Europapark. Actionreich, aber auch ein bisschen anstrengend. Und den Abend lassen wir jetzt hier im Apartment ausklingen. Und die wichtigsten Informationen werden wir euch auf jeden Fall gleich noch zusammenstellen. Für uns morgen und für euch gleich. Wir haben jetzt heute den Abreisetag und jetzt kommen wir mal zu den allgemeinen Hotelinformationen. Check-in, garantierter Check-in ist ab 15 Uhr. Sollten die Bungalows früher fertig sein, könnt ihr die Bungalows auch früher beziehen. Check-out ist dann um 12. Wenn ihr das Bungalow verlasst, dann müsst ihr es nicht besenrein verlassen. Ihr könnt eigentlich alles so stehen und liegen lassen und nur euren Kram einpacken. Aber es wäre natürlich immer eine wunderbare Hilfe, wenn ihr die Spülmaschine anmachen würdet, damit das Personal es am Ende ausräumen kann. Aber auch den Müll oder so, das könnt ihr alles so stehen lassen, wie es ist. Ganz praktisch, ihr müsst es nicht noch hier einmal leer räumen. Das ist schon mal ganz schön praktisch, weil das Bungalow ist halt einfach nicht so ein normales Bungalow, wie ihr es eventuell woanders erkennt. Ihr habt auch Handseife, ihr habt Duschgel hier vor Ort, Handtücher, darum müsst ihr euch überhaupt nicht kümmern. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was kostet denn der ganze Spaß, und damit tun wir uns natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die Preise sind natürlich auch immer dynamisch. Für den aktuellen Preis an eurem Besuchstag checkt auf jeden Fall die Reiseportale, wo ihr sonst immer Hotels bucht, da findet ihr den perfekten Preis dann für euren Tag. Aber so im Groben und Ganzen kann man sagen, dass hier eine Nacht in der Viererbelegung 200, 220 Euro kostet. Es gibt so einen kleinen Haken daran. Ihr müsst dieses Hotel leider oder dieses Bungalow leider für 3 Nächte buchen. Finde ich ein bisschen schade, weil gerade irgendwie, wenn man ein verlängertes Wochenende hat oder halt einfach am Wochenende vorbeikommen möchte, von Freitag, Samstag bis Sonntag funktioniert das leider nicht. Das mit den 3 Nächten ist Stand jetzt. Eventuell könnte sich das auch noch ändern. Wir wollen das jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen ausprobieren, wie das natürlich hier alles anläuft. Und noch vergessen haben wir euch zu zeigen, es gibt noch ein zweites Badezimmer. Also hier haben wir noch ein Gäste-WC oder wenn man jemand länger braucht, hat auch hier die Möglichkeit, sein Geschäft zu verrichten. Und noch was, es gibt hier auch eine Klimaanlage. Also in der 62 Quadratmeter Bungalow gibt es auf jeden Fall auch eine Klimaanlage. Hier muss keiner schwitzen. Der absolute Vorteil an diesem Bungalow ist, dass ihr euch hier einfach selbst versorgen könnt. Ihr könnt hier kochen und auch frühstücken im Zimmer. Damit könnt ihr euch auf jeden Fall einige Kosten auch ersparen. Hier in der direkten Umgebung gibt es ein Norma. Das ist ungefähr 5 Minuten Fußweg entfernt. In Rust, wenn ihr quasi zum Europapark fahrt, kommt ihr noch an einem Lidl vorbei und auch an einem Edeka. Der Edeka ist sehr, sehr gut ausgestattet. Da findet ihr auf jeden Fall alles, was ihr für eure Kochabenteuer braucht. Wie hat es uns denn jetzt hier gefallen? Also ich muss wirklich sagen, ich habe sehr, sehr gut geschlafen. Es war ultra bequem, das Bett. Und auch die Inneneinrichtung der Bungalows sehr modern gehalten. Und ich habe persönlich auch überhaupt nichts vermisst. Es war alles vorhanden. Für Familien oder für Freunde ist das natürlich perfekt. Der Nachteil ist halt, wie Kevin schon sagte, die 3 Nächte ist ein bisschen schwierig und aus diesem Grund würden wir uns auch eher immer fürs Hotel entscheiden. Ich meine, wir sind nur zu zweit. Im Hotel könnte man noch eine Nacht bleiben. Das ist für uns ein bisschen attraktiver als die Bungalows. Aber ich glaube, mit Freunden hier für ein paar Tage kann man hier wirklich eine schöne Zeit haben. Oder auch mit der Familie. Das waren jetzt unsere Eindrücke hier von den Bungalows, die mit zum Forsyth Hotel gehören. Falls euch das Hotel noch mehr interessiert, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch einen ausführlichen Bericht über das neue Hotel hier in Ringsheim. Wenn ihr euch für Alternativhotels auch um den Europapark interessiert, haben wir euch die unten auch mal verlinkt. Hier in Ringsheim gibt es ja einige Hotels. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein von uns an dieser Stelle. Wir wünschen euch noch ganz, ganz viel Spaß hier auf YouTube und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Henne. Tschüss.